Servus Jungs, ich freue mich, dass ihr heute hier seid beim Dinner for Fun. Es werden euch im Laufe des Abends 3 Gänge serviert und dazwischen verschiedenste Aktionen passieren. Und eure Aufgabe besteht darin, nicht zu lachen. Jeder von euch hat 3 Leben. Wer lacht, verliert ein Leben. Und es ist meine Aufgabe als Schiedsrichter des Abends, das Lachen von jedem zu erkennen und dementsprechend zu bewerten und euch zu callen. Ich wünsche euch viel Spaß. Don't eat, just wait. Ja, bitteschön. Danke, Bruder. Aufgabe ist, aus der Buchstabensuppe die folgenden Wörter herauszufischen, auf die Serviette neben euch zu legen. Wer als erster fertig ist, ruft Stopp, Ende des Gespiels. Drei, zwei, eins, Start. Okay, das sieht man gar nicht. I just ate my letter. Stopp. Sieger, Taubi. Wow. Die beiden Verlierer, die jeweils ein Leben verlieren, sind Justin Schütz und Maxi Daumer. Bitte freimachen. Servus Jungs, ich bin der Luis und ich habe die Aufgabe bekommen, mit euch mal ein ernstes Wörtchen zu sprechen. Mir sind einige Dinge zu Ohren gekommen, die nicht weiterhin ungehört bleiben können. Basti, wie ich gehört habe, bist du eine echte Schlaftablette und ich könnte dir sogar während dem Laufen die Schuhe zubinden. Kasti, der weltberühmte Kabinen-DJ. Naja, obwohl bei dem Musikgeschmack wohl eher nicht weltberühmt. Dein Lieblingslied zum Anfang der Saison war wohl Deutschland ist stabil von Teddy. Ich fand das Lied ja auch cool, aber mal ehrlich, etwas mehr internationale Coolness würde deiner Playlist schon gut tun. Trevor, ich mach's kurz und schmerzlos. Gegen dich hören sich einige Heavy-Metal-Sänger an, wie eine Nachtigall. Probier's doch mal mit einer warmen Milch mit Honig vor dem Schlafengehen. Daubi, du hast mich mal so richtig überrascht mit deinem Hobby Reiten. Wie ist das denn? Hörst du dann auch Bibi und Tina vor den Spielen? Justin, bei dir und Basti sind die Rollen beim FIFA anscheinend ganz klar verteilt. Basti gewinnt immer und du verlierst. Aber mal ernsthaft, könnt ihr euch dabei bitte lautstärkentechnisch etwas zusammenreißen? Und Justin, wenn du etwas Nachhilfe in FIFA brauchst, ruf mal bei mir an. So, liebe Jungs, das sind alles Tatsachen, die an mich herangetragen wurden. Ich habe versucht, sie mit größtem Feingefühl weiterzugeben. Gebt euch einen Ruck und arbeitet an euch, sonst muss ich wiederkommen. Verstanden? Ja, jawohl. Gut. Leben verloren, keine Diskussion. Als nächstes geht es zu Karaoke über. Ihr dürft dann nacheinander dieses wunderschöne Mikro in die Hand nehmen und ich darf dann bitte gleich mit dem Maxi-Kasten beginnen. Wow. Viel Spaß. Danke. Auf, Maximilian! This is the emergency broadcast system. This is not a test. Repeat, this is not a test. Stay tuned for further instructions. Next one, Trevor Parks. The stage is yours. Thanks, boys. Have fun. If you want my future, forget my past. If you want to get with me, better make it fast. I'll tell you what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig. Verliere diese Runde, Basti Eckel. Und
jetzt wird es Zeit für einen Hauptgang und den serviert uns bitte der Tobi. Gibt's was Sauberes zum Essen, Burschen? Ui, bitteschön. Danke. Jetzt wird's aber zach. So, Mundels. Halt der her, wollen Sie was essen? Na, okay. Nee. I'm too slow. Hab ich jetzt klar? Ja, ja, alles gut. Schütze, du hast leider wieder ein Leben verloren. Ich hoffe, es hat euch geschmeckt. Taube, du darfst das Ganze bitte wieder wegräumen. Alles klar. Justin. Ja. Schön mit euch, ja. Bitte. Vielen Dank. Danke für die Mütze. Setz dir die Mütze bitte. Aus dem Mund jetzt. Ja, super. Sieht man doch. In der nächsten Runde gibt es eine Partie Flachwitze. Justin und Trevor, ihr werdet euch auf eurem Zettel gegenüber die Witze vorlesen. Okay, you ready? Wie nennt man einen Delfin mit Unterhose? Slipper. Ist cool. Trevor. Was mag ein Schwein wunden Schafe? Sie kriegen sich in die Wohnung. Wie nennt man einen dünnen Weihnachtsmann? Nikolauch. I gotta work on my German, man. Let's go. Wie nennt man einen alten Schiemen? Schneemen. Putze. Was ist grün und steht vor der Tür? Ein Klopfsalat. Mein Gott. Wie nennt man ein Intelligenz-Gemüse? Ein Schlabergine. Super. Super. Ja. Danke. Da der Justin ja leider schon ausgeschieden ist und sie nicht unter Kontrolle gehalten hat, hätte er normalerweise verloren. Aber ich muss jetzt traurigerweise sagen, Maxi Daubner, du hast ein Leben verloren. Geht drauf. Ich hab mich gedacht. Vielen Dank. Gut, bereit? Bereit geboren. Ready, set und go! Komm, Daubi! Du, du. Komm, komm. Ja! Mach, mach, mach. Jetzt geht's. Ey. Du. Schütze, mach. Ja! Mach, 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 mach. Doch, geh mal noch lachen. Ja. Ja. Kasti, Sieger des Spiels. Basti, leider. Ich muss dir sagen, du hast das Spiel verloren. Verlierst somit dein letztes Leben. Schade. Bitte um einen Hut. Was los, meine Freunde? Ha? Zum Abschluss des Festmahls gibt's jetzt hier nochmal eine Torte Benjamin Blümchentorte. So, zum Abschluss des wunderschönen Dinners möchte ich jetzt noch den Sieger verkünden.
representing Canada, Trevor Parks. Please turn on the lights. That's your present for that. Bravo.